Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameToGether.de. Ja, im letzten Video haben wir euch hier dieses Prachtexemplar von Wasserkühler vorgestellt bzw. ausgepackt, habe euch ein paar Worte dazu gesagt, was wir damit vorhaben, und hier ist jetzt auch die Karte dementsprechend. Heute in diesem Video also endlich der Umbau vom Luftkühler, denn die Luftkühlertests sind alle durch. Karte ist sogar noch ein Ticken warm, kann gleich noch ein bisschen abkühlen auf jeden Fall. Heute, wie gesagt, zerlegen wir einmal die Karte, schauen uns ein bisschen mal den Kühler an, weil der ist halt wirklich, wirklich massiv, Leute. Also das ist schon echt extrem. Wie gesagt, 4-Slot-Design, 34, 35 cm lang, also wirklich super viel. Wir hatten echt, ja, als wenn wäre es nicht anders geplant gewesen im Vorfeld, als wir das System gebaut haben. Wir haben ja zwei Ausgleichsbehälter im System. Der von der Grafikkarte ist natürlich aktuell nicht eingebaut. Und die Karte hat wirklich noch zum CPU-Kreislauf Ausgleichsbehälter irgendwie gefühlt 3 mm Luft gehabt, also wirklich nicht viel. Hat wirklich wie Arsch auf Eimer gepasst. Wie gesagt, wir werden gleich anfangen, die Karte zu zerlegen. Für euch geht es hier im Video gleich weiter. Ich lasse die Karte jetzt hier noch die ist noch ein bisschen warm. Werde die noch ein bisschen abkühlen lassen. Und dann werden wir hier einfach anfangen, auf der Rückseite dementsprechend die ersten 2, 4, 6, 8, 9 Schrauben zu lösen. Können wir schon mal die Backplate runternehmen. Dann nehmen wir hier noch das hier ab und dann müssten wir eigentlich auch schon, glaube ich, nur noch diese 4 Schrauben hier lösen. Mal gucken, was hier noch drunter ist bezüglich des Kühlers. Wie gesagt, für euch ein Katzensprung jetzt. Ich werde kurz 10 Minuten Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Wie gesagt, als erstes auf jeden Fall die Backplate runter. Ich hatte auch schon hier gesehen, hier gibt es ja auch noch an der Seite irgendwie Schrauben. Da habe ich gedacht, dass man vielleicht das Kunststoffcover hier abnehmen kann, aber das reicht halt leider Gottes nicht, weil dann ist es hier hinten noch und da verschraubt und naja. Es muss in jedem Fall als erstes die Backplate runter. Dementsprechend fangen wir einfach mal an. Für euch gibt es das Ganze natürlich jetzt im Schnelldurchlauf. Als nächsten Step, ich zeige es euch, müssen hier die 3 Schrauben ab und die 3 Schrauben. Wenn wir die dann abhaben, können wir das hier auch schon mal trennen, weil sonst kriegen wir nämlich gleich definitiv die Karte hier nicht raus. Und dann fehlen eigentlich nur noch diese 4 Schrauben. Danach können wir uns mal ein bisschen den Kühler anschauen, schauen uns mal die Wärmeleitpads an, was wie wo dann dementsprechend auch am Ende beim Wasserkühlblock mitgekühlt wird. So, für euch wieder Schnelldurchgang. Ich werde jetzt hier mal die Schrauben lösen. So, so schnell geht es auch. Das Ganze ist auch dementsprechend demontiert. Das hier ist dann okay, das passt, das brauchen wir nicht mehr. Dann noch hier die Schräubchen weg. Ja, Leute, sieht zwar lustig aus, aber es ist halt nun mal wirklich gang und gäbe. Der Kühler ist fast doppelt so groß wie die Karte oder als die Karte. Also das ist schon, ne, wenn man sich das mal hier so überlegt, ist beeindruckend auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir noch hier das Ganze lösen. Hier müsst ihr auf jeden Fall aufpassen.
erstmal anlösen. Alles einmal und dann könnt ihr die nach und nach dann immer über Kreuz dementsprechend rausschrauben. Für euch das Ganze wieder im Schnelldurchlauf. So, das Teil auch dementsprechend ab. Auch zur Seite jetzt hier noch die Schrauben wegpacken. So, Kabel haben wir glaube ich keine. Ja doch, da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, aber das ist schon mal gut. In die Richtung. Den Vorteil, den wir natürlich jetzt noch hier haben. Dadurch, dass die Karte noch leicht warm ist, haben wir natürlich den Vorteil, dass die Wärmeleitpaste nicht ganz so am Kleben ist. Wir kriegen die Karte hier dementsprechend jetzt relativ leicht ab. Man sieht es ja schon. So. Mal ganz kurz gucken. Oh, perfekt. So liebe ich das, wenn die ganzen Wärmeleitpads am Kühler bleiben. So, vorsichtig hier die Stecker noch raus. So, das ist auch die RTX 4090 SG aus dem Hause KFA 2. Ja, putzig, könnte man schon fast sagen. Wie man sieht, fast perfekt alles runter. Hier haben wir noch so ein bisschen Reste, die machen wir gleich noch weg. Wärmeleitpaste machen wir auch gleich weg. Und die Karte packen wir erstmal zur Seite. Ja, das habe ich auch noch nie gut, das ist glaube ich einfach nur ein bisschen weggerissen hier. Hier habt ihr dann auch direkt schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, wie das Ganze gleich dann bei der Wasserkühlung aussehen soll. Dementsprechend, ja, es wird wirklich alles aktiv mitgekühlt, wenn ich mir so die Wärmeleitpads anschaue. Wir haben ja eins von beiden hier nicht, aber wahrscheinlich liegt es gleich komplett auf. Müssen wir gleich mal gucken, was da in der Anleitung genau drin steht. Aber ansonsten würde ich sagen, ich reinige jetzt erstmal ein bisschen die Karte und auch hier das, damit die Reste nicht drauf sind. Den Rest mache ich hier, decke ich mit Folie ab, weil irgendwann kann es ja mal passieren, dass mir die Karte wieder weggibt. Und dann haben wir hier auf jeden Fall den Vorteil, dass die Wärmeleitpads noch intakt sind. Wie gesagt, das Reinigen der Karte werde ich euch jetzt mal ersparen, das ist nicht ganz so wichtig. Wenn die Karte sauber ist, machen wir die Wärmeleitpads drauf, montieren den Wasserkühlblock. Und dann sind wir eigentlich auch schon für das Video hier heute durch. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben die Karte komplett gereinigt. Die liegt hier schon ready. Haben uns hier dementsprechend schon mal das Tütchen ausgekippt mit den 1 mm. dicken Wärmeleitpads und hier ist halt dementsprechend auch direkt aufgezeichnet, wo was hingehört. Um die Schutzfolien dementsprechend zu entfernen, nehme ich persönlich halt immer ein Skalpell. Das funktioniert eigentlich ganz gut und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Für euch gibt es das Ganze jetzt dann dementsprechend gleich im Schnelldurchlauf. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das so macht: erstmal eine Folie nur abmachen, das ganze Teil dementsprechend auf Position legen. Einfach, wie man hier sieht, bei den ganzen kleinen Stellen. Ja, ne, so könnt ihr noch ein bisschen drauf rumtatschen. Das ein bisschen hier so, zack, fertig. Und ja, dementsprechend machen wir das jetzt einmal für alle Flächen. Und dann hören wir uns dementsprechend auch gleich wieder.
So, da haben wir dann dementsprechend auch die ganzen Wärmeleitpads mit drauf. Dementsprechend sind wir mit dem Part jetzt auch direkt durch und können jetzt als nächstes, wo ist die Wärmeleitpaste? Ah, hier hinten. Extra eine 4 Gramm Tube genommen. So, wir benutzen für den Test von EC die 360 Ruby. Sehr, sehr, sehr gute Wärmeleitpaste. Kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Und ja, da machen wir jetzt dann direkt weiter. Nehmen wir uns einmal die Karte. Ich auch mal gucken, 13,4 WMK, dementsprechend schon recht gut. Gibt natürlich auch, wir haben auch schon andere Wärmeleitpasten von Thermal Grizzly, von Alpha Cool, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel. Der Vorteil bei der ist halt wirklich, die ist relativ flüssig, die ist nicht ganz so zäh und dementsprechend lässt die sich halt perfekt verstreichen. Und da wir ja, wie gesagt, den Test ja nicht nur einmal durchführen, sondern mehr als einmal mit den verschiedenen Wärmeleitpads, bietet sich das natürlich an, eine Wärmeleitpaste zu nutzen, wie man sieht, die sich wirklich super einfach hier verstreichen lässt. Ich sage euch, wie es ist, das würde mit einer Thermal Grizzly jetzt nicht funktionieren, auch wenn die vielleicht am Ende ein Ticken besser ist. Das weiß ich so jetzt nicht, habe die jetzt hier natürlich noch nicht getestet auf der Karte. Aber nur Gutes gehört. Dementsprechend haben wir jetzt hier unsere Wärmeleitpastenschicht drauf und sind quasi ready für die Hochzeit, nämlich die Hochzeit zwischen Kühler und PCB. Packen einmal das PCB hier kurz hin, das einmal dorthin. Und hier müsst ihr jetzt eigentlich nur eine Sache beachten. Euer Anschluss für den PCI Express Slot sollte natürlich nicht dementsprechend hier oben sein, funktioniert nicht. Das heißt, ihr nehmt die Karte und legt diese jetzt ganz vorsichtig hier auf. So, das sieht gut aus. Im besten Fall trefft ihr natürlich die Löcher auch alle, damit ihr jetzt nicht noch mit der Wärmeleitpaste, die wir gerade aufgetragen haben, jetzt hier noch großartig hier hin und her rutschen müsst. Und ich würde sagen, das hier sieht schon mal ganz gut aus. Wir brauchen jetzt dementsprechend hier aus der anderen Tüte die ganzen Schrauben. Die für die Backplate brauchen wir ja auch gleich noch. So, die Washer brauchen wir. Das Werkzeug brauchen wir nicht, die Wärmeleitpaste auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das hier sind gleich die Schrauben für die Backplate. Die packen wir mal direkt zu den anderen. Sogar eine Ersatzschraube mit dabei, das ist auch sehr nice. So. So, hier habt ihr noch diese kleinen Washer. Wenn wir jetzt mal uns die Anleitung anschauen. Dann sollen wir hier einfach J und I verwenden. Und wenn wir dann einfach mal auf die erste Seite schauen, was J und I bedeutet. I sind die Washer und J dementsprechend die passenden Schrauben.
Auch hier beim Festziehen der Schrauben wieder darauf achten, erstmal zwei Stück über Kreuz, so dass das schon mal im Gewinde leicht gegriffen hat. Dann macht er auf jeden Fall nichts kaputt. So, greift auch eine Ersatzschraube, die brauchen wir nicht. So. Und jetzt können wir nach und nach hier das Ganze So, das Ganze ist also fertig. PCB ist auch schon gerade. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, hat der Kollege noch die Folien drauf? Nee, wie man hier sieht, an dem ganzen Müll, es sind alle Folien ab, habe ich nur lediglich vergessen mit aufzunehmen. Aber ist ja an sich auch nicht so wild. Wir machen einfach direkt weiter. Wir haben hier also dementsprechend die ganzen Pads für die Backplate. Da schauen wir natürlich dann auch einfach hier wieder rein. Das ist alles beschrieben, alles mit einem Buchstaben versehen. Ist aber eigentlich auch relativ offensichtlich, wo dann dementsprechend der hier hinkommt. Das heißt, der kommt dahin. Das Ganze kommt dann hier einfach in die Mitte. Dann haben wir einmal das M, das ist dann hier. Die Ns kommen dann hier hin. Das L habe ich ja, wie gesagt, gerade schon gesagt, das kommt hier hin. Und dann haben wir noch zweimal O und das kommt dann dementsprechend hier hin. Und dann wollte ich gleich noch mal kurz was nachschauen, weil wir müssen ja noch, genau, okay, das heißt, für die Verschraubung am IO-Shield hinten am Slotblech, da kommt das Ganze erst zum Einsatz, wenn wir wirklich die Backplate auch drauflegen. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach an. Auch hier wieder das gleiche Spielchen. Ich löse erstmal eine Seite. Für euch gibt es das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf. So, dementsprechend alle Wärmeleitpads an ihrer Position. Diesmal aber auch für euch. Ja, schmeiß weg das Ding. Sollte euch sowas passieren, versucht die Pads gerade bei den 3 mm ruhig seitlich anzufassen, so wie ich das gerade gemacht habe. Und toucht nicht komplett überall oben drauf, dann habt ihr auch keine Fettfingerabdrücke da drauf. Weil leider, wie man es jetzt auch sieht, manche sind doch etwas... Na komm.
So, da haben wir es auch geschafft. Wie man sieht, eigentlich kein Hexenwerk. Einfache Montage und ja, ich sag wie es ist. Wenn das nicht geil aussieht, einfach die komplette Karte nicht zu sehen vom PCB. Finde ich richtig, richtig schick. Wir werden die Karte jetzt einbauen, werden die dann dementsprechend einmal komplett durchtesten mit den 7 WMK Wärmeleitpads und danach geht es dann mit den 11er und 16er weiter. Ich gucke auch nochmal, ob das PCB, das sieht gut aus, das ist gerade. Die Pads haben alle Kontakt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir haben hier Backplate-seitig die Pads. Da seht ihr, die haben auf jeden Fall Kontakt zum PCB und Backplate. Und die anderen, da seht ihr hier, da ist ein bisschen, ja, den Rest werdet ihr halt aufgrund des geschlossenen Designs kaum sehen. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man auf jeden Fall da auch ein bisschen da. Da müsste es zu sehen sein. Dort ist auch noch eins. Passt auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend haben wir die Karte erfolgreich auf dem Wasserkühlblock umgebaut. Wie gesagt, kein Hexenwerk. Braucht da keine Angst haben, wenn ihr da nicht gerade zwei linke Hände habt und eher so rabiat unterwegs seid. Es ist wirklich super, super simpel, die Karte umzubauen. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch hier heute aus dem Video. Und ja, wie gesagt, Testergebnisse könnt ihr dann im schriftlichen Part nachlesen und Diagramme anschauen. Wir werden auch so Zeitdiagramme haben, wo ihr wirklich den Temperaturverlauf über eine halbe bzw. vielleicht sogar eine ganze Stunde verfolgen könnt. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ist immer sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich baue die Karte jetzt ein, kommen erstmal zwei Schläuche ran, keine Hardtubes, weil, wie gesagt, die Karte muss dementsprechend nachher ja nochmal ausgebaut werden, die Wärmeleitpads wieder runter, ihr kennt das Spiel. Seid auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht mit der Reise. Gerade auch in Bezug auf unser Projektsystem, da wird eventuell demnächst auch noch ein bisschen was anderes an Hardware getauscht. Könnte nämlich durchaus möglich sein, dass da bald ein neues Board, CPU und RAM reinkommen und eventuell gibt es dann sogar das erste Mal in unserer Projektsystemserie wassergekühlte Arbeitsspeicherriegel und M2s. Aber wie gesagt, soweit sind wir noch nicht in der Planung, könnte aber durchaus passieren. Und wer weiß, vielleicht wird es auch das erste Mal ein System ohne Hardtubes. Um das vielleicht eventuell anzuspoilern, könnte auch passieren. Wie gesagt, lasst euch überraschen, wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag, haut rein, ciao.